Dam, dam, dam. Genau so. Bruder, ich check das nicht. Was war das jetzt für eine verdammte Scheiße? Und jetzt muss ich gegen Leverkusen spielen. Jetzt die Frage. Jetzt eine einzige Frage habe ich. Wo muss ich jetzt weitermachen? Bin ich jetzt mitten in. Das war's komplett. Ne, hat keinen Sinn. Chat, wir beenden Projekt Werder Bremen. Weil, wie ihr sehen könnt, haben wir gestartet, bevor wir die ganze halbe Saison simuliert haben. Und das hat doch gar keinen Sinn. Ne, wir können dabei bleiben. Wir haben es nicht geschafft, Meister zu werden, aber wir haben den DFB-Pokal plus Champions League geholt. Wir könnten jetzt theoretisch uns jetzt eine Mannschaft aussuchen. Ach, das Spiel hat ein bisschen rumgespackt, Dirki. Einfach so einen komischen Bildschirm gehabt, hat rumgespackt, aber jetzt wieder alles gut. Wir könnten theoretisch eine neue Saison starten. Aber wirklich auch nur Mannschaft aussuchen und das war's mäßig. So, neue Karriereladen, genau, da könnten wir auch nochmal reingucken. Wie sieht es denn aus mit dem Autosave-mäßig? Ne, ist von heute Mittag. Neue Karriere. Neues Kader-Update erhältlich. Was ist das denn? Muss ich das ja machen? Weiß ich nicht. Okay, machen wir mal ja. Lädt Aktualisierung runter. Okay. Bäh, FIFA. Hi Yoda. Bäh, Yoda. Karten ziehen? Was für Karten ziehen, Bruder? Ich ziehe keine Karten. Ich spiele Karrieremodus. Ich mache nicht Foot. Foot ist Schmutz. Gehört in die Tonne, Foot. Foot in die Tonne. Aber ich merke gerade, Moment mal, Kitsune, kannst du mich hören, Bruder? Da ist wieder irgendwas, spackt da wieder rum bei mir, ja? Ne, gern, machen wir gleich. Machen wir gleich, entspannt. So, Managerkarriere. Foot gut, auch wenn put. So. Wie sollen wir aussehen? Sollen wir uns wieder Dinge zu machen? Hier mit Bart, Glatze, wie immer. Alles klar, Yoda, danke, dass du kurz da warst. Viel Spaß bei dem, was du auch vorhast. Kitsune über Discord. Ich habe irgendwie ein Problem jetzt wieder, komischerweise. Ich raste gleich richtig aus. Funktioniert nicht, ne? Funktioniert gar nichts. Ich soll der Manager sein, dann müssen wir uns wieder eine Glatze geben. Vollbart, Glatze. Schade, dass wir nicht eine Brille machen können. So. Nennen wir uns wieder ganz einfach. Das war's komplett. Ich habe kurz vergessen, wie ich mich schreibe. Ups. Machen wir wieder den. Bam, 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 bam. So. Bam. Kopf. Gesicht. Da können wir eigentlich alles so lassen, ja. Na, so braun bin ich aber auch nicht, ne? Wir wollen ja realistisch sein. Nur ein bisschen blass, passt. Das ist die Augenform, glaube ich. Ne? Kann bleiben, scheiß drauf. Braun können bleiben. Wo kommt dann das Interessante? Kinn, Ohren, Haare. Haare, Haare, ah ja. Lange, kurze, mittel, kurze. Bam. Ah ja, da sind wir wieder. Ich bin's. Da sind wir wieder. Bart. Ist der Vollbart? Kann bleiben. Aber ich muss gestehen, mein Bart ist nicht schwarz. Also ich bin nicht so richtig so tammschwarz vielleicht. Eher so dunkelbraun.
Das passt. Weiter. Ey, Moment mal. Fuck, verdammt. Das war's wieder komplett. Einmal mit Profis, ja. Ich heiße bestimmt nicht Hans. Das passt jetzt. Oh. Dann machen wir mal warm. Einfach nur die Bartfarbe verändern. So, genau. Ey, ey. Haare, kurze Haare. This one. So, jetzt den Outfit noch schnell, ganz, ganz schnell. Wir wollen ja in England, ne? Und England ist ja, ist das ja meistens so, die sind so förmlich so, ne? Easy Hans. Genauso. Ich habe gar nichts gemacht. Geht so, ich habe gar nichts gemacht. Nee, 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 definitiv nicht. Nennt mich Günther oder keine Ahnung, irgendwas, aber Hans niemals. Ne, machen wir einen auf Businessman, ne? England, Business, passt. So, Oberteil. Nehmen wir noch so ein Jäckchen. So ein Sakko. Ah, pink. Nee, das war's komplett pink. Lösch dich. Lösch dich. Wir machen Standard so Black Mac, Mourinho Black. So, Anzughose. Aber wir wollen nicht Standard schwarze Anzughose nehmen, oder? Chat, was meint ihr? Das soll schon irgendwie fresh aussehen, oder? Lässiger Stil? Ne, nicht lässig. Sporthose, das war's komplett. Wir könnten auch eine Jeans nehmen, ja. Lässiger Stil, schwarz. So ein richtiges, schön, vernünftige Jeans. Ne? Hemdfarbe noch ändern, dann passt das. Accessoires haben wir nicht. Natürlich ziehen wir uns Socken an. Die Socken, das müssen Tennissocken sein und die müssen weiß sein. So. Und Schuhe, nehmen wir unsere Lieblingsschuhe wieder. Die roten. Oder sogar in weiß rumlaufen. Ah, rot ist schon gut. So, Hauptsache passiv auffällig. Oder pink? Oder pink? Nein, nein, niemals pink. Na, lösch dich. Was ist denn mit sowas hier? Nee, 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 komm. Wir bleiben so. Wir bleiben halal. Aber den Hemd könnten wir ändern. Andere Farbe mäßig. Chat, was würde passen? Einfach so hier so. Bruder, warum komme ich immer wieder auf Pink, ja? So grau? Wie sieht's aus mit grau? Ist grau okay? Ne, Badehose gibt es leider nicht. Rudolf. Rudolf. Marco sagt doch gleich Robert. Robert. Ja, bei einigen FIFA-Spielen war das so, ja. Nicht bei allen, aber. Bei den FM-Teilen war das viel, viel, viel genialer. Vielleicht weiß der Dirk das auch. Du hast quasi in diesem Spiel, was simuliert wurde, ein eigenes Leben gehabt. Weißt du, wie ich meine? Du konntest dir Yachten kaufen, du konntest golfen gehen, du konntest dir ein paar Freundinnen halten, wenn ihr versteht, wie ich meine. Ne, du konntest alles Mögliche, das war richtig genial. Und man konnte es sogar auch im Multiplayer spielen, ne? So zu zweit konnte man das spielen. So rundenbasiert vielleicht. Mal war der dran, mal der andere war dran. Hat sich das Fenster immer geändert. Weiß wäre zu heftig. Ich denke, wir nehmen Grau, ja. Aber jetzt die Frage, sollen wir Freizeithemd nehmen? Businesshemd. Businesshemd ist der Hals zugeknöpft, mag ich überhaupt nicht. Nehmen wir hier freizeitmäßig. So, jetzt sind wir ready. Wir haben auch nichts vergessen. Weiter. Direkt England. League 2. Scheiße, dass man nicht National League machen kann. Verdammt.
Bei NFL gab es auch. Nice, guck mal. Ja, genau, den Trainermod, ne? Manager-Trainermod. Ja, das könnte ich ja theoretisch auch machen, Marco. Der fragt ja, ob du Manager-Karriere anfangen möchtest oder Spielertrainermäßig. Oder Spielerkarriere. So, was haben wir denn hier in der Liga alles hier für Mannschaften? Tranmere Rovers, Southend United. Ja, ist nicht mein Fall. Swanscorp United, auch nicht mein Fall. Salford, das könnte es sein. Chat, ich sag, wie es ist. Da sehe ich mich bei den Löwen. Ne? Da sehe ich mich, ohne Witz. Gegründet 1940. Salford City wurde 1940 gegründet. Seine Spiele absolviert der Verein im Salford. Der Verein ist derzeit Mitglied der EFL League Two, vierthöchste Liga England. Okay. Schade. Ich würde es feiern, wenn da irgendwo so kleine Informationen stehen würden über die Mannschaft selber, über den Verein selber. Ne? Über die History des Vereins. Das würde richtig, würde ich richtig feiern. Port Vale, die sind auch sympathisch, die Brüder. 1877 gegründet, Bruder, was? Ich muss los. Absolviert der Verein in Stoke-on-Trent. Aha. Die Eulen, Oldham Athletic. 1895. Ich könnte jetzt hingehen und sagen, egal welche Mannschaft es ist, die älteste Mannschaft werde ich jetzt übernehmen. Port Vale ist es bis jetzt. Okay, wir fangen ab, Port Vale an zu zählen. 1876. Nein. Newport, nein. Mansfield Town. Well, well, well. Leyton Orient. Harrogate. Grimsby Town. Boah, knapp. 76, 78. Knapp. Absolute Lieblingsmannschaft, eines meiner Lieblingsmannschaften, Forest Green Rovers. Ist so. Ich fühle diese Brüder richtig vom ganzem Herzen. Ich verfolge auch in Real Life deren Spiele. 1976 ist Jungspund-Mannschaft. Ne, Exeter auch, Jungspund. Ich glaube, das ist die Mannschaft, ja? Port Vale. Was ist das? 87, ne? Ne. 1904, 1912, 1903, 1874. Oha. Wanderers. Ja, die Brüder sind auch nicht mehr das, was die mal waren, ja. Aber die machen das Rennen bis jetzt. 1874. Ne, gibt es schon ewig. Und die waren auch erstklassig. Die haben auch Erfolge gehabt und etc. Ne, ich glaub, es wird Bolton. Ich glaub, es wird Bolton. Oder wir gehen hin, wir gucken eine Saison höher. Wir fangen definitiv ganz unten an, aber wir suchen uns die älteste Mannschaft aus. Irgendwie so. Würde ich auch irgendwie fühlen, ja? Ey, was passiert da? Hallo? Hallo? Verdammte Scheiße, was ist da los? Ich habe Probleme mit der Technik, ja. Das war's komplett. Jetzt gucken wir mal schnell durch. 2002, GG. War echt jetzt 2002? Moment mal, ich habe Wimbledon immer für noch älter eingeschätzt. Da muss ich gleich googeln. Kann das sein, dass sie irgendwie zwei Vereine sich zusammengeschlossen haben oder so? Weil Wimbledon, allein der Name schon, Wimbledon. Heftig. 74 Bolton haben wir bis jetzt, ne? Auch richtig alt, Ipswich, okay. 2004, Milton Keynes Dons. Die sind auch sehr sympathisch. Da spielen einige Spieler. Die hat man schon mal getroffen. Schauen wir mal eben. Ne, 77 war noch mal da. Ne, da ist tatsächlich keiner. Wie sieht es aus mit League One? Boah, knapp, guck mal, knapp. Immer ein Jahr nach Port Vale, Bolton, wurden die hier gegründet. Richtig knapp.
Kommt drauf an, welches Sheffield du meinst, Bruder. Es gibt Sheffield United und es gibt Sheffield Wednesday. Wednesday? Blackburn Rovers, auch Liebe. Kleiner Fakt am Rande: Eines der ersten türkischen Fußballspieler, die ins Ausland gewechselt sind. Vielleicht sagt der Name euch was. Der hieß Tugay Kerimoglu. Der hat bei Blackburn gespielt und richtig lange gespielt hat er da. Und er hat auch richtig stark gespielt. Am Ende war er der Kapitän der Mannschaft. Jahrelang. Und auch sein Jubiläum hat er auch mit Blackburn gemacht. Richtig, richtig krasser, sympathischer Spieler war das. Blondes Haar. Ne, so eine dicke, dicke Nase hatte der. Der kam aus dem Schwarzen Meergebiet, aus Türkei. Aber er war irgendwie so europäisch sah er aus. Er hatte blondes Haar und so. Weißt du nicht, Mann? Richtig lange, krasse Haare. Eines meiner Idole gewesen früher. Sheffield United ist das dann wahrscheinlich. FC Sheffield. Weiß ich nicht, Bruder. SFC Sheffield. Es gibt so viele Mannschaften. Vor allem in England. Guck mal, Middlesbrough. 76. Aha, wir haben es gefunden. Reading, 71. Okay, 71. Bietet einer weniger. Ein Oha, Nottingham Forest. Der Verein konnte eine Meisterschaft und zwei Landespokale erringen. Aus Nottingham. Richtig sympathisch. 1875. Merken wir uns Forest. 67. Meinst du die hier, Bruder? Nein, ne? 57 hast du gesagt, ne? Sheffield? 57, ja. Stoke. Bolton. Nein, was ist das? Wycombe Wanderers. In Wycombe spielt der Bruder, wie hieß der noch? Akinfeva. Akinfeva. Der bulligste Stürmer der englischen Fußballgeschichte. Der hat einen FA Cup gegen eine Liga 1-Mannschaft gezockt. Und der hat kackendreist, hat er in der Halbzeit hat er sich so einen fetten Burger zerfetzt. Und die Kameras haben das gesehen. Da ist so ein richtiger bulliger Stürmer, ist das? Der hat einfach so eine Zwischenmahlzeit, hat er sich so einen Snack gegeben, der Bruder. Müsst ihr mal googeln, müsst ihr mal auf YouTube gucken, gibt es bestimmt Videos, lustige Memes dazu. Die haben wir auch und ja, Premier League brauchen wir halt nicht gar nicht gucken, ne? Weil das wäre dann OP. Also, wir haben Forest Green. Ne? Starten wir dann mit Forest Green in der ersten, in der letzten Liga. Ne? Letzte Liga, so machen wir das. Jetzt, Moment, jetzt müssen wir, Moment, da ist auch nochmal Sheffield. Meinst du vielleicht den Sheffield? Sheffield United. Ne, du meinst FC Sheffield. Football Club Sheffield. Wir nehmen mal Nottingham. Aber wir müssen das anders machen. Ich glaube, wir müssen hier rein. Dann Teams tauschen. Dann müssen wir nach England. Ich befördere Barrow einfach eine paar Ligen höher. Kann man machen. England, so genau. Dann Nottingham Forest. Wo habe ich euch denn? Nee, nicht Premier League. Da. Nottingham. Bam. Und wir sind jetzt in England, League 2 mit Nottingham. 1865 gegründet. Vereinsgeschichte in den all den Jahren. Das sind wie viele Jahre sind das? 200 fast, ne? 180. 180, 160, keine Ahnung. Weltklasse belassen war, 6 Minuten kann bleiben. Oder obwohl, warte mal, wir können auch 5 Minuten machen. Ne, reicht. Währung kann bleiben. Das ist uninteressant für uns erstmal. Transferfenster ist aktiviert. Jobangebote von Nationalmannschaften, das möchten wir nicht. Wir möchten uns nur um den Verein kümmern. Verhandlungshärte ist bei locker. Ja, kann locker bleiben, oder? Locker streng, ja, aber locker kann bleiben. So ist es ja nicht. Übernahme wollen wir auch nicht. Auch nicht im Stadion. Welchen Stadion haben wir denn? Sorry. 15 von 28 ist das. Kapazität 13 noch. Ivy Lane. So, jetzt googeln wir mal, wie das Stadion von denen in Wirklichkeit heißt.
Wahrscheinlich unterste Schublade, Dirkie. Vielleicht sind die in der National League oder vielleicht sind die in Wanyama National Leagues, eines von denen. Süd, West, Ost, die haben da zigtausend Ligen, ja. Nottingham Forest. Nottingham Forest Stadium. Give me more information about Nottingham Forest Stadium, Bled. Pride Park Stadium oder mit? Hä? Nein, 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 das ist was anderes. Gehen wir mal in die offizielle Ding jetzt. City Ground. Der City Ground ist ein Fußballstadion in der englischen West Bridgefront, Nottingham Shire, Heimat des Vereins. Was ist das? Moment, Moment. City Ground? Heißt das einfach City Ground? Nottinghamshire, okay. West Bridgeford. West. Meine Sprache wieder. West Bridgeford. Eigentümer Nottingham City Council. Betreiber Nottingham Forest. Okay, wir haben den Namen, Chat. Wir haben den Namen. Und interessant zu lesen ist, Nottingham war anschließend einer von 8 Austragungsorten der EM96 in England. Ah ja, guck mal. Guck mal. 1996 war Nottingham, also dieses City Ground, ein Place vom, na sag schnell, Austragungsort. So, jetzt habe ich das Wort, Austragungsort. City Ground heißt es einfach. Ja, ganz einfach. City Ground. Stadtgrund. Machen wir. Ey. So, haben wir. Sind wir einverstanden mit, gell? Ivy Lane? Okay, ist kein Problem. Verdammt, ah doch. So, Morton Road, Ivy Lane. Ivy Lane, okay. This is acceptable. Anwenden und beenden. Das hätten wir jetzt auch. Der Fußball ist wieder da. Der Fußball, der ist da. Ohne viel Heckmeck. Machen wir, versuchen mal ein bisschen Verein zu strukturieren. And then we are looking for some rifle. Kitsune, hörst du mich, Bruder? Bereits schon mal ein bisschen vor, hast schon mal alles vorbereitet? Ist Steffi ready? Ist Mann ready? Kitsune hört mich nicht. Ja, moin. Bruder, es hat geendet. Kingtimer, es hat geendet. Ganz einfach. Wir haben Meisterschaft haben wir nicht geschafft. Wir haben nur Champions League gewonnen und wir haben DFB-Pokal. DFB-Pokal, so. DFB-Pokal haben wir gewonnen. Machen wir eine neue. Und jetzt machen wir was ganz Verrücktes. Wir fangen an mit Nottingham Forest. Nottingham. Nottingham. Ey. So. Easy Bear? Was für Easy Bear, Bruder? Aber süße Hundeblick, Easy Bear. Check ich nicht. Check ich absolut nicht. Die sind normalerweise in der League One, aber wir starten. Ne Quatsch, doch. League One oder so, keine Ahnung. Wir starten auf jeden Fall ganz unten.
Alarm? Was mit Alarm? Blaulicht? Was ist blaues Licht? Was macht es? Es leuchtet blau. So, ei. Ei. Ich glaube, wir schielen direkt. Den Turnier werden wir auch selber spielen müssen, glaube ich, ja, später. Damit wir ein bisschen Para machen, ne? 5 Mille. Also diese 5 Mille, wenn wir diese 5 Mille haben, das bedeutet dann für uns quasi einen Scout umsonst. So, natürlich die Training können wir komplett weglassen wieder. Ne, wieder falscher Knopf, oder? Ne, Moment mal, warte, was passiert da? Ruhetag nach dem Spiel. Wir brauchen einfach nur den machen. Abwechselnder Ruhetag. Nur Training, nur Ruhetag. So. Wir entwickeln tun die Spieler sich ja trotzdem noch. Alles klar, Kingtimer, Bruder. Werde ich sagen. Werde ich fragen. Manu, geh schon mal in Dingens. Der Kitsune soll dich schon mal hochziehen. Im Discord. Und schreib mal bitte einer die Steffi an, was mit der ist. So, wir machen ganz schnell Formation und dann beenden wir, glaube ich, für heute. Ne? Wer weiß, vielleicht bin ich nach dem Film bin ich wieder am Start. Hast du schon? Vielleicht ist ja auch eingepennt, Bruder. Keine Ahnung. Vier, zwei, drei, eins breit. Das gefällt mir nicht. Wir müssen uns erstmal einen Standard. Also ich will definitiv mit zwei Sechser spielen. Das steht schon mal fest. Aber soll ich so das italienische Fußball ins Englische etablieren mäßig mit fünf Verteidigern? Nein, niemals. Und 3, 4, 1, 2. Da müsste ich aufpassen. Die werden eh über Flügel kommen. Das ist ja kein Problem. Ich muss nur ein bisschen stärker und besser verteidigen, dann wird das passen. Dirk übertreibt wieder komplett 8 Stürmer. Aber das ließe sich einrichten. Dirk, das ließe sich einrichten. Wenn ich diese Formation nehme und die vorderen Spieler alle vorne bleiben zuweise, dann könnte es passen. Machen wir mal Standard den hier. Das bedeutet, ich muss die ganzen Brüder hier, die rechts und links außen spielen, entweder ins Mittelfeld dirigieren oder ich mache aus den Innenverteidiger mäßig. Da muss noch ein bisschen verändert werden. ZM, MetM. So, links Mittelfeld. Machen wir rechts Mittelfeld. Ja, sieht schon mal schick aus. Wir verändern die natürlich auch ein bisschen. So wird es passen. So. Bam. Also ich bin zufrieden mit der Formation. Chat, was meint ihr? Ein Sechser und ein Libero, sagst du, beste? So Vorstoppermäßig?
Also ich bin der Meinung, guck mal, ich hab jetzt hier versucht zu machen, die enge Raute quasi mit dem Innenverteidiger zusammen, aber ne? Mit dem Innenverteidiger zusammen, enge Raute. Ich werde den beiden werde ich sowieso safe auch den Befehl geben, dass sie hinten bleiben und die Mitte abdecken. Passt, ne? Finde ich auch, genau. Jetzt muss man gucken, dass wir die entsprechenden Spieler haben. Ich muss gucken, ob ich eine theoretische da spielen lassen kann. Das perfekt, das kann ich. Das kann ich, perfekt. Nackert, Gardner, Yates, Krovinovic, Graben, Meiten, Meiten. Wir haben noch safe irgendwo einen anderen Stürmer. Taylor, der sieht doch fresh aus. Der Bruder sieht fresh aus. So, für Ghana haben wir auch noch einen Ersatz, haben wir Arthur. Und den Arthur kenne ich sogar, glaube ich. Ich glaube, den kenne ich. Der hat mal auch in der ersten Liga, beziehungsweise Barclays Premier League gespielt. Glaube ich, wenn das der ist. Yates oder Cafu? Yates oder Cafu? Cafu, safe Cafu. Das passt jetzt auch. Okay, Torwart ist perfekt. Das ist normalerweise ein ZOM, glaube ich, Platz, aber egal. Krovinovic passt. Stürmer passt auch. So. Gehen wir mal. Das bleibt, haben wir gesagt. Taktiken. Ausgeglichen. Ausgeglichen. Defensive Breite mache ich natürlich enger. Und ein bisschen, kleines bisschen tiefer so. Genau. Und bei Offensiv machen wir ein bisschen breiter. So, so abgeglichener. Ausgeglichener, abgeglichener. Bei Freistößen braucht keiner stören vorne. So. Bam. Das lasse ich erstmal, bis ich einen Lieblingsspieler habe. Jetzt machen wir die Anweisung ganz schnell. Die bleiben alle drei hinten, ne? Genau. Dann Cafu darf hinten bleiben. Nein. Ey. Mitte abdecken. So. Und der hier hinten bleiben, Mitte abdecken. So. Da sind die fünf Spieler immer hinten, egal was passiert. Da kann ich den beiden, könnte ich theoretisch so lassen. Die könnte ich komplett so lassen, ja. Außer dass die Abwehr überlaufen, so mit nach vorne Attacks machen zwischendurch. Bam, bam. Dann der Bruder bekommt alle Freiheiten. Der kann machen, was er will. Und bei den Stürmern, ich weiß nicht. Da bin ich jetzt zwiegespalten. Der eine kann Abwehr überlaufen, so Knipser-like. Und darf nur vorne bleiben. Und der Taylor, aus dem machen wir so eine falsche 9. Der auch mit ins Mittelfeld reingeht. Aha, Chat, guck mal, der Beweis. Das ist mein Beweis für meinen Controller, denn sein Eigenleben. Ich schwöre euch, ich drücke gar nichts. Das passiert während des Spiels auch immer. Das passiert während des Spiels auch immer. So, falsche 9. Warum hat der jetzt alle Freiheiten bekommen? Oder? Ne, der hat alle Freiheiten, okay. Okay, perfekt. Das haben wir gespeichert. Für Flügel, genau, für Flügelspiel so ein bisschen. Passt. Sogar Eckbälle geschossen hat. Ja, nice. Das machen aber viele, Dirk. Ach scheiße, verdammt, wir haben die anderen Situationen vergessen. Wenn wir jetzt auf sehr defensiv gehen, quasi zumachen, dann möchte ich auf jeden Fall, wir machen richtig, wir machen die Schotten dicht. Wir machen die Schotten dicht, so richtig. In der Mitte fehlt noch einer. So, so ist gut. So ist gut. Ja, die Taktiken zurückfallen lassen. Wieder voll eng stehen. Und tief und eng stehen. Kitsune, sag mir bitte, schreibt mir in den Chat rein, wenn ihr bereit seid. Oder sagt mir das einfach, okay? So lange mache ich noch ein bisschen weiter. Offensivstil, nicht langer Ball, wir machen schneller Aufbau oder langer Ball? Ne, doch langer Ball. Ne, wir wollen ja kontern.
Ja, so viele Spieler brauche ich hinten vorne gar nicht. So. Langer Ball, zurückfallen lassen, das passt. Die Anweisungen zusätzlich noch ganz schnell. Die Brüder, die müssen einfach nur hier vorne bleiben. Das was komplett hinten bleiben. Übergreifend hinten bleiben. Übergreifend hinten bleiben. Hinten bleiben. Mitte abdecken. Hinten bleiben. Ach Scheiße, wir haben jetzt Mitte abdecken vergessen bei ihm. Hä, welcher war das? Kafu war das? Ja. Ata. Bam. So. Komplett hinten bleiben und die beiden, die müssen dann vorne alles regeln. Abwehr überlaufen und vorn bleiben. Bei dir machen wir wieder falsche 9 und defensiv verstärken. Bam. Das hätten wir auch gemacht. Verdammt, verdammt, wir haben vergessen, die Position zu editieren. Aber das passt alles, ne? Außer Knockout. Außer Knockout. Aber das passt so, kann ich akzeptieren, okay. So, dann leicht defensiv. Kommt gleich, alles klar. Also diese Defensive, die machen wir jetzt auch noch. Chat, habt den Vorschlag. Was für eine Formation könnten wir nehmen, so auf leicht, ganz leicht defensiv zu spielen? Weil wir spielen ja normale, das ist ja unsere normale Formation. Wir könnten so leicht defensiv mit Viererkette machen, oder? 4-3-3 Def. Bruder, wird das dann passen zu meinem gesamten Spiel jetzt hier? Versuchen wir mal, komm, wir versuchen was. 4-3-3 Def. 4-3-3-3 Def. 4-3-3-3. 1-3 zu viel. Ja, das falsche 9, das ist offensiv, defensiv. So. Wäre das nicht zu offensiv, Bruder? Kingtimer? Aber guck mal, sogar der Blecki sagt das so. An dir geht es auch in die Viererkette, genau. Jetzt müsste. Oha, Steffi nimmt gerade mein Leben. Mein Ohrtrommelfell ist geplatzt. Nein, 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 hör auf, warte, ich muss schnell ein bisschen leise machen. Schnell! Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Oha, wer hat dich denn auf 100% gestellt, yo? So, jetzt, wie können wir das machen? Wie können wir das machen? Die Viererkette, die passt. Innenverteidiger, Linksverteidiger. Kafu ist ZDM, Arthur ZDM, ZM. Taylor war Stürmer. Stürmer, der rechts. Der rechts, der, das geht überhaupt nicht. Das müssen wir so lassen. So machen wir das. Also das kann so bleiben. So kann das bleiben. Taktik. Wie machen wir die Taktik? Defensiv. Das wird ja Pressing nach Ballverlust, so. Ausgeglichen zurückfallen lassen. Das wäre zu hart. Ich bin sofort da, Kitsune. Ich bin sofort da. Macht mir jetzt keinen Stress. Hallo Steffi. Ja, ich bin sofort da. Ich mache nur noch diese Defensive, dann speichere ich ab. Pressing nach Ballverlust. Wie, was war das nochmal? Nach Ballverlusten über einen Mitspieler etwa 7 Sekunden lang Pressing aus. Also das ist quasi nach meinem eigenen Ballverlust, gell? Wenn ich einen Flügelspiel aufbauen möchte, so mäßig, das könnte man machen, ja.
Natürlich wieder ein bisschen enger und ein bisschen tiefer stehen. Und schneller Aufbau, genau. Breite, kann ein bisschen breiter sein. Spieler im Strafraum. So ist okay. So. Das hätten wir dann auch. Die Anweisung. Der eine darf mit angreifen. Übergreifend. Der bleibt hinten, der Bruder. Ey. Der bleibt hinten, der Bruder. Bruder, ich habe nicht gesagt aussuchen, ich habe gesagt, macht aus. Ich habe gesagt, macht euch eine Zeit aus. Nein, 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 nein. Der kann ausgewogen flanken. So, Mitte abdenken. Der bekommt auch alle Freiheiten, der Bruder. Der darf vorne bleiben. Der soll sich auch zentral orientieren, damit er nicht nach außen ausweicht oder so. Kitsune, jetzt, ich bin sofort da. Bruder ist noch defensive. Nur die Defensive. Hashtag nur die Defensive. Ich mache nur die Defensive, dann bin ich da. Jetzt habe ich vergessen, welchen ich gesagt habe, der soll vorne bleiben, welchen ich gesagt habe, der soll hinten bleiben. Der da vorne bleibt, Arschlecken. Ich entscheide das jetzt einfach so. Vorne bleiben und Abwehr überlaufen. Bam. Der darf auch Abwehr überlaufen. Fertig. Stürmer, zentrale Orientierung, Abwehr überlaufen und vorne bleiben. Ey. Vorne bleiben. So, perfekt. Wir sind fertig. Jinx, wir sind fertig. Aua. Wir sind fertig. So. Nein, was mache ich da? Speichern. So. Also, Chat. Auf jeden Fall vielen Dank, dass ihr für den kleinen Stream dabei wart. Ich schicke euch mal richtig radikal, schiebe ich euch jetzt ab. Habt ihr einen, der online ist? Wen haben wir denn hier online? Haben wir Zino? Ist Zino online? Okay, dann würde ich sagen, Abfahrt zu Zino. Lasst auf jeden Fall Liebe da, die noch kein die noch kein Follow da gelassen haben. Lasst ihr bitte ein Follow da und schöne liebe Grüße da lassen. Wir machen jetzt so eine kleine Watch Party. Wir schauen uns Rurouni Kenshin an. The Final. Und wer weiß, vielleicht bin ich ab Mitternacht wieder ein kleines bisschen am Start und versuche Nottingham Forest irgendwie eine Top-Mannschaft daraus zu machen. Maybe, wer weiß. Vielen lieben Dank, dass ihr da wart. Bruder, ich hab Ding jetzt so ein Blackout. Sprachen lernen, Bubble. Ich schwöre. Auf jeden Fall, Hashtag bleibt geschmeidig. Check out.